Hi. Hi. Es ist Herbst draußen, es wird kalt, manchmal auch nass, dunkel. Und ja, wir wollen natürlich trotzdem Mountainbiken und haben uns deshalb für euch mal ein paar Gedanken gemacht, wie wir die Saison möglichst gut verlängern können und was wir brauchen, damit wir uns auf dem Mountainbike trotzdem wohlfühlen. Für mich immer ganz wichtig, dass das Körperklima stimmt. Uns ist wichtig, dass die Klamotten leicht sind, nicht einschränken, dass man aber auch nicht im eigenen Saft kocht, dass, wenn es von außen aber nass wird, man innen trotzdem mollig warm und das heißt dann auch trocken unterwegs ist. Dafür habe ich euch mal ein paar Klamotten rausgesucht. Einmal in Camo, quasi unsichtbar für alle, die dies mögen, und dann das genaue Gegenteil in Lunar Reflective. Denn ein Thema, das uns auch immer stärker bewusst wird, ist an der Stelle, fast keiner von uns fährt von der Haustür aus in den Wald los, sondern die meisten von uns müssen irgendwie noch einen Weg durch den Straßenverkehr zurücklegen, bis sie dann in der Natur sind und Mountainbiken können. Und das fand ich ziemlich clever von Foxhead, dass die das Thema auch mal aufgegriffen haben und in ihrer Lunar-Kollektion eingebracht haben. In der Lunar-Kollektion geht es darum, stylisch auszusehen und aber trotzdem gut gesehen zu werden, wenn man denn dann am Straßenverkehr teilnimmt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich liebe Westen. Westen sind einfach das funktionalste, vielseitigste Kleidungsstück, was es so gibt. Die sind super klein packbar, easy einfach mitzunehmen. Und gerade fürs Mountainbiken, wo man ja oft sehr unterschiedliche Intensitäten auf so einer Tour erlebt. Das heißt, du kurbelst kräftig nach oben, fängst an zu schwitzen, gehst dann in die Abfahrt. Wir wissen alle, das ist auch anstrengend. Man schwitzt aber vielleicht nicht so sehr und droht auszukühlen in der Abfahrt. Da hilft dann so eine Weste doch wirklich sehr. Was mir besonders gut gefällt an der Weste, ist zum einen die Sichtbarkeit, zum anderen die Passform. Es ist eine Mountainbike-spezifische Passform. Man hat gut Platz. Man kann auch ein bisschen einen etwas loseren Fit darunter tragen. Und besonders clever, dies an der Seite ganz zu öffnen, sodass man da super easy reinschlüpfen kann. Ich zeige euch das mal kurz. Und dann verschließt man die hier an der Seite wieder. Ist eben auch auf dem Trail super schnell geschehen und von daher beschriebene Situation in die Tasche stopfen, wieder rausholen, anziehen, überhaupt kein Problem. Wie wir das von Foxhead kennen, feinste Verarbeitung, echt stylischer Look. Auch hier wieder strategisch sinnvolle Lasercuts. Die sehen nicht nur cool aus, die helfen wirklich auch dann an den Positionen, wo es drauf ankommt, die Atmungsaktivität zu unterstützen. Auf der Rückseite haben wir dann noch eine echt großzügige Tasche. Aufpassen, das ist auch Lasercut. Das Handy würde ich, wenn es richtig nass ist, da nicht unbedingt reintun. Würde aber zum Beispiel gut geeignet sein, um ein paar Riegel, noch eine Windjacke, eine Regenjacke da reinzustopfen. Wir haben es vorhin schon gesagt, der Herbst ist manchmal auch echt kalt und ungemütlich, obwohl das auch sehr von der Kleidung abhängt. Denn wenn man eine coole Jacke hat, die das ganze Ekelhafte draußen halten kann und dafür sorgt, dass es innen trotzdem angenehm und trocken bleibt, dann kann das auch richtig Spaß machen. Und ich glaube, letztendlich steckt das in uns allen, dass wir echt gerne mal richtig im Matsch spielen. Das ist die Foxhead Flex Air Pro Dreilagenjacke. Das 3L steht für drei Lagen. Drei Lagen, was heißt das eigentlich? Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr eine textile Lage habt. Das ist die, die ihr hier sehen könnt. Und noch eine textile Lage. Das ist die hier auf der Innenseite. Das ist auch der Grund dafür, dass die Jacke sich auch auf der Innenseite eben super angenehm auf der Haut anfühlt, nicht nach einer Plastiktüte. Ja, und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass das zwar super nerdig ist, aber echt gut funktioniert und vor allem, dass sich das einfach saugut anfühlt, auch wenn es draußen sau eklig ist und dass, egal wie viel Sport ihr macht, das angenehme Gefühl auf der Haut bleibt und ihr nicht das Gefühl habt, nass zu sein. Foxhead hat sich zur Aufgabe gemacht, mittlerweile richtig ernstzunehmende Outdoor-Klamotten zu machen. Das schlägt sich auch wirklich gut in dieser Jacke nieder. Foxhead arbeitet immer
mit wirklich namhaften Zulieferern zusammen. Ähnliche Materialien, wie sie auch bei Marken, die ihr aus dem Outdoor-Sport kennt, von Patagonia über North Face, über Columbia, kommen hier zum Einsatz. Foxhead ist da zum Glück einfach groß genug, als dass die da auch auf wirklich gute Lieferanten zurückgreifen können. Und das schlägt sich auch in den Produkten nieder. Damit ihr das richtig seht, stelle ich mich mal gerade hier auf. Wirklich tolle Taschen. Da kriegt ihr allerlei Zeug rein. Ich selber finde das super geil, wenn ich ohne Rucksack fahren kann. Gerade so die lässige Feierabendrunde, wenn man nur einen Riegel, Haustürschlüssel, ein Tool einpacken möchte. Habt ihr gesehen, ich kann mich hier voll cool drehen. Hilft beim Anziehen, aber auch bei der Ventilation. Wenn es mal stickig wird bergauf, kann man dann hier an der Seite auch öffnen und für eine bessere Belüftung sorgen. Auffällig auch an der Jacke, sie ist insgesamt echt weich und leicht. Es ist ein Dreilagenmaterial, das innen komplett getaped ist. Die ist also wirklich wasserdicht, nicht nur wasserabweisend. Wir haben hier eine echt coole helmtaugliche Kapuze, das heißt, ihr könnt die über den Helm drüber ziehen. Die kann man auch ganz wunderbar dann einstellen und justieren. Das heißt, die bleibt dann auch über dem Helm, so wie es sein soll. Und wie ihr das von den FlexAir-Produkten von Foxhead schon kennt, haben wir auch hier wieder echt coole Lasercut-Features, die einfach für eine tolle Belüftung sorgen, so dass es auch unterm Helm in den heißesten Situationen immer cool bleibt. Die gibt es auch in Schwarz für alle die, die Camo nicht so gerne mögen. Bei Foxhead hat es, glaube ich, mittlerweile echt Tradition. Und dieser Camo-Look ist ja auch echt angesagt und gefällt vielen echt gut. Alles in allem haben wir hier für euch ein paar echt coole Produkte, die euch helfen, auch in der kalten und nassen Jahreszeit trotzdem aufs Bike zu kommen. Es gibt keinen Grund, im Herbst nicht Rad zu fahren, aber zugegebenermaßen so eine richtig gemütliche Regenjacke oder auch einfach eine richtig gute Windweste helfen da doch, den Spaß zu steigern. Die Produkte verlinken wir entsprechend in der Beschreibung. Ja, ansonsten schaltet nochmal ein. Wir freuen uns über Likes auf YouTube, abonniert uns und könnt euch aufs nächste Video freuen.